Inmitten einer friedlichen Idylle stoßen Katja Wolf und Hanna Held nun auf ein grausames Verbrechen. 15:25 für Egon. Der 15:25 hört. Fahrt mal zur Downhill-Strecke am Kaiserberg. Da ist der Melder, der Herr Stumpeln, der sagt, er wird noch von mehreren Mountainbikern belästigt. Ja, haben wir mit. Wir rollen. Der Anrufer soll sich als Spaziergänger in einem Mountainbike-Gelände aufhalten. Als die Beamtinnen dort ankommen, stoßen sie jedoch zunächst auf einen fatalen Unfall. Shit. Egon für den 15:25. Egon hört. Ja, eintreffen. Wir haben eine männliche verletzte Person. Was ist passiert? Hallo, was ist das? Wir haben noch eine Meldung bekommen, dass eure Meldung an den RTW angefordert ist. Ah, okay. Ja, verstanden. Was? Können Sie uns hören? Lennart? Ja. Das ist Ihr Freund? Ja, das ist mein Freund, genau. Und was ist passiert? Er scheint können irgendwie Sie alles zu bewegen? Sein. Ich bin eben in der Mittagspause vorbeigekommen, wollte ihn suchen und dann habe ich ihn hier gefunden. Oh. Können Sie alles? Nee, der Melder ist hier nicht vor Ort. Wir haben hier nur die verletzte Person und die Freundin, die dazu gehört. Ja, glücklicherweise hatte hier die Dame, die bei dem Fahrradfahrer, bei dem Verletzten da war, sie hatte schon den Notruf getätigt und da war der RTW schon unterwegs, sodass also sich dann relativ schnell auch um die verletzte Person gekümmert werden konnte. Er ist eigentlich ein guter Fahrer. Das, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so gestürzt ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, wer das war. Das war bestimmt dieser Naturfuzzi, der hier immer rumläuft. Naturfuzzi? Der kommt hier immer hin und beleidigt uns und will, dass wir hier weggehen, wir machen anscheinend illegale Sachen für ihn. Und wissen Sie, wie der heißt? Also, keine Ahnung, der hat immer eine rote Kapuze. Kennen Sie den Herrn? Also mit dem haben Sie auf jeden Fall regelmäßig Stress, oder? Genau, jedes okay. Mal. Und wie heißt Ihr Freund hier? Das ist Lennart. Die Lennart. Kamera, hat die aufgenommen, oder? Ja, die hat er immer. Okay. Hallo. Das ist doch schon mal Hallo. Ist die frei, dass man die synchronisieren also kann, dass ich das Video mir anschauen kann? Gestürzt. Ja. Guck ich da mal. Ja, in. Ihm tut alles weh. Füße kann er nur ein bisschen bewegen. Ja. Warte kurz. Nee, ich mach nichts. Ich will nur das mal eben hier rüber spielen, dass wir da vielleicht was sehen können. Okay. Wir haben ja dann gesehen, dass die Helmkamera an Helm montiert war und ja, die Technik schreitet ja voran und es gibt Apps, die dann diese Kameraaufnahmen auf die Handys aufspielen können. Ich habe das Glück, dass ich eine technisch versierte Kollegin habe, die das dann auch abspielen konnte. Frau Theis, schauen Sie, wir haben jetzt hier das Video drauf, ja? Wenn Sie einmal gucken. Das stabilisiert die Heizung. Man kann jetzt zum Ende hin, kann man da eine Person erkennen. Ja, da fährt ja Ihr Freund. So. Und wenn Sie jetzt hier schauen, da kann man so schemenhaft eine Person erkennen. Ob Sie denjenigen vielleicht erkennen? Haben Sie also gesehen? Ich glaub, das ist nur bestimmt der eine, der hier ständig uns anfeindet. Das ist natürlich auch jetzt schwer zu sagen, weil man wirklich tatsächlich nur so ganz kurz was sieht. Ja, aber der hat auch immer eine rote Jacke an. Das ist aber keiner von Ihnen, ne? Man sieht auf jeden Fall, dass der noch da die Scherben hinschmeißt, ne? Also die rote Jacke sieht man ja offensichtlich, ja. Das Video hatte leider nicht so gute Qualität. Man konnte jetzt kein Gesicht erkennen. Allerdings konnte man ganz klar sehen, dass es sich um eine männliche Person handelt und die war mit einem roten Kapuzenpulli bekleidet. Hier ist noch eine Scherbe im Reifen drin. Ja, okay. Haben wir denn sonst hier noch irgendwelche Spuren? In Fluchtrichtung des Täters entdecken die Polizistinnen Schuhabdrücke. Sie fotografieren die Spuren und legen als Größenreferenz den Helm daneben. Währenddessen diagnostizieren die Sanitäter bei dem Mountainbiker eine Gehirnerschütterung und bringen ihn ins Krankenhaus. Dann für Sie ist erstmal wichtig, kümmern sich um Ihren Freund und dann den Rest, wir kommen auf Sie zu. Hören Sie das? Okay. Wir gehen mal gucken. Gehen Sie mal. Sie behalten sich mit? Nee, Sie bleiben einfach bleiben hier, Sie mal okay? hier hinten. Als wir den Hügel hochgegangen sind, um der ganzen Sache nachzugehen, konnten wir sehen, wie zwei Mountainbike-Fahrer ja, da im Kreis fuhren und in der Mitte befand sich eine weitere Person, die rumgeschimpft hat und diese hatte eben einen roten Kapuzenpullover an, wie er auch auf dem Video zu sehen war. Ja, Gott sei Dank, ich hatte Sie angerufen. Ah, hier ist unser Sie Anrufer. Haben angerufen. Okay. Ja, ich hatte angerufen. Worum geht's denn bitte? Okay. Ja, hier. Wenn du im Weg stehst, wenn wir anfangen, wir brettern nicht einfach nur über. So, jetzt Sie bitte einer nach dem ganz anderen. Ruhig. Sie haben uns angerufen. Ich Warum hatte Sie angerufen, weil die mich ständig terrorisieren. Ja, der Herr Stumpf, an dem vorbeifahren. Einer nach dem anderen bitte, ja? Hey, direkt in unserer Bleiben Sie mal hier bei uns. Ich gehe hier am Wald gemütlich spazieren, hier, um abzuschalten. Ja. Und die fahren ja an einem vorbei wie die Idioten. Ja, ja das aber liegt daran, weil Sie hier in der Strecke stehen. Aber die Strecke ist auch von der Stadt hier ausgewiesen hier. Ach, dafür. Haben Sie einmal einen Ausweis dabei? Ja, hier diese Downhill-Strecke, die ist extra für die Biker eingerichtet. Das ist also auch von der Stadt Duisburg offiziell genehmigt. Es sind auch eben entsprechende Schilder, die das Ganze hier ja, kennzeichnen. Und da ist es so, dass man sich da
natürlich darüber aufregen kann, aber nicht tatsächlich darüber beschweren kann, weil dafür ist diese Strecke. Das wäre so, als wenn ich mich auf dem Sportplatz darüber aufrege, dass man Fußball spielt. Die ganzen Schilder, die hier stehen, haben sind Sie alle Ihre manipuliert. Nee, habe ich jetzt nicht dabei, nein. Mein Freund liegt da unten verletzt wegen dir. Wie, mein Freund liegt da unten verletzt wegen mir? Ja, das warst doch bestimmt du. Egon von den 50. Also wir waren da halt, um das mal aufzuklären, wir waren da unten eben und da ist jemand gestürzt, weil da Scherben ausgelegt worden sind. Und wir haben auch ein Video, wo eine rote Jacke zu sehen ist. Das ist der. Aber ich lege doch keine Scherben aus, um hier Leute zu gefährden. Ja, ich bin ja froh, wenn ich hier in Ruhe spazieren gehen kann. Plötzlich eskaliert der Streit zwischen dem Radfahrer und dem Spaziergänger. Die Kommissarinnen gehen schnell dazwischen und trennen die beiden. Der Mountainbiker hat dabei allerdings einen verdächtigen Gegenstand in der Jacke des Querulanten wahrgenommen. Das Handy haben wir ja, also das Video haben wir auch auf dem Handy gesehen. Ich möchte gerne wissen, was Sie unter der Jacke haben. Nix. Ja, aber ja, was haben Sie dann da für einen eckigen Bauch da? Ja, das ist ein Schild, weil ich. Jetzt haben wir natürlich hier den Herrn Stumpen vor uns stehen als Tatverdächtigen. Er hat die rote Jacke an. Wenn dann auch noch die Schuhabdrücke auf die Abdrücke an der Unfallstelle passen, dann wäre es natürlich ein recht eindeutiger Hinweis darauf, dass er derjenige war. Und jetzt möchten wir mal von Ihnen die Schuhe sehen. Die Sohle. Die Sohle. Ja, bitte. Ich habe da gar nichts gemacht. Weil wir da unten entsprechende Spuren gefunden haben. Und wenn Sie uns Ihre Sohle zeigen, wenn Sie sagen, Sie waren das nicht, dann haben Sie auch entsprechend andere Schuhsohle. Das ist ja für Sie dann nur entlastend. Na gut, wenn es sein muss. Ja, das passt mal gar nicht. Dürfen wir einmal bitte unter Ihre Schuhe drunter gucken? Nee, passt auch nicht. Ah, jetzt können Sie auch hier bleiben. Jetzt zeigen Sie uns Ihre Schuhe bitte. Da ist nichts. Natürlich. Normale Sohle. Nee, das sind die, das sind die Sohle. Das ist die Sohle. Bleiben Sie jetzt mal hier. Hey! Jetzt mal hier. Die kriegen Sie sowieso. Okay. Auch gut, danke. Dass der Herr Stickling jetzt hier einen Fluchtversuch gestartet hat, das spricht natürlich nicht gerade für ihn, weil ja in der Regel ist es so, dass eben die Leute vor uns abhauen, die auch irgendwas zu verbergen haben. Du warst das? Hey, bleiben Sie mal ein bisschen zurück. Das ist bestimmt alles nur ein Missverständnis. Hier die Hand hin, bitte. Lennart, weil er besser fährt? Und weil ich mit dir Lennart Schluss gemacht habe? Lennart fährt nicht besser habe? Als ich. Sicher fährt natürlich. Nein. Wie Schluss? Was? Das ist mein Lennart. Ex-Freund. Okay. Und der gestürzt ist, ist Ihr neuer Freund? Genau. Und da gibt es vielleicht so ein bisschen Eifersuchtsdrama oder was soll das? Ja. Das passt ja mit der roten Jacke nicht. Also auf dem Video haben wir definitiv einen Mann mit einer roten Jacke gesehen. Hat er auch eine rote Jacke dabei oder angehabt oder so? Oder? Komm, wir können ja mal. Sie haben ja Ihren also Rucksack. Also seine Klamotten hat er im Rucksack. Ja, dann können wir da ja mal einen Blick reinwerfen. Ne? Der Festgenommene ist nicht nur aufgrund der gefundenen Schuhabdrücke verdächtig. Er hat zudem ein Motiv für die Tat: Eifersucht auf den neuen Partner seiner Ex-Freundin. Ja, guck mal, da guckt doch schon der rote Ärmel raus. Ach, guck mal, da schäm hat der Bengel die gleiche Jacke wie ich. In dem Rucksack von dem Herrn Stickling haben wir einen Kapuzenpullover gefunden, der auch rot ist, der also genau zu dem Pullover von dem Herrn Stumpen passt. Da kann man jetzt natürlich hier die Vermutung anstellen, dass er irgendwie versucht hat zu täuschen und versucht hat, hier das dem Herrn Stumpen in die Schuhe zu schieben. Sie müssen sich jetzt hier nicht dazu äußern, ja? Sie sind jetzt hier in diesem Moment erstmal Tatverdächtiger, eine Straftat begangen zu haben. Sie können sich dazu äußern, Sie haben auch das Recht auf einen Anwalt. Wir nehmen Sie mit zur Wache, dann können Sie sich auch dazu äußern. Und mit Ihren Verhalten können Sie sich jetzt überlegen. Auch keine Frau zurückgewinnen. Nehmen Sie den Bus mit. Lass ich hier nie wieder bicken, klar? Ich habe eh keinen Bock mehr auf euch. Ich mach jetzt mein eigenes Ding. Was ist hier mit den Rädern? Könnt ihr euch irgendwie darum kümmern, dass die hier wegkommen? Können Sie die Räder sichern? Rucksack nehmen wir mit. Herr Stumpen, Sie sind ja dann hier aus dem Schneider offensichtlich. Ja, Gott sei Dank. Allerdings hier irgendwie Schilder entfernen und so, das geht natürlich auch nicht, ne? Ja, ich weiß. Aber also ich sag mal so, ich kenne mich hier im Wald ziemlich gut aus. Und ich bin selber Fahrradfahrer und Jogger und Hundebesitzer. Und der Wald ist weiß Gott groß genug, dass man hier die Jungs und Mädels Mountainbike fahren lassen kann. Ja, ne? Es tut mir leid. Also man kann hier, weiß ich nicht, wie viele andere Wege gehen. Und wenn Sie hier keinen Bock drauf haben, dann halten Sie sich schlicht und ergreifend einfach hier nicht auf. Fertig aus. Das ist von der Stadt genehmigt. Ja. Das ist hier eine offizielle, von der Stadt genehmigte, wie meine Kollegin sagt, Strecke für diese Sportart. Und wenn Ihnen das gegen den Strich geht, dann gehen Sie woanders spazieren. Ja. Ja? Und die Schilder, die hier überall rumhängen, die sind auch von der Stadt. Da könnten wir sie auch noch wegen Sachbeschädigung anlangen, da können wir von absehen. Aber ich würde Sie bitten, wenn Ihnen das hier auf den Sack geht, ja, dann bleiben Sie weg. Schlicht und ergreifend, okay? Mir tut es auf jeden Fall leid für die falsche Verdächtigung. Ja. Nach der Ansage der Polizistinnen einigt sich der Spaziergänger mit den Radfahrern gütlich. Er will zukünftig andere Waldstücke aufsuchen. Der Verdächtige muss mit zur Wache.
Der hat damit aber nichts zu tun und wir kommen jetzt mit einer männlichen Person zur Wache. Der Herr Stickling hat sich natürlich hier durch sein Verhalten in seiner Mountainbike-Clique gehörig verscherzt. Also die anderen Mitglieder, die haben ihm schon ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie auf so jemanden keine Lust haben. Das ist ziemlich unsportliches Verhalten. Und er wird sich natürlich, abgesehen von den persönlichen Konsequenzen, wird er sich natürlich auch noch hier wegen dem Körperverletzungsdelikt verantwortlich machen müssen. Erhaltet das, tut euer Gutes. Tschüss und lass dich nie wieder blicken. Der verletzte Mountainbiker erholt sich rasch von seiner Gehirnerschütterung und verklagt seinen früheren Kumpel auf Schadenersatz.